höchste natürliche Erhebung Berlins, ist sehr beliebt bei den Touristen. Insbesondere der große Wasserfall hat es ihnen angetan. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wer hier als Tourist das herabrauschende Wasser erleben will, sucht vergeblich. Der Wasserfall wurde vorerst trockengelegt. Die Findlinge sitzen im Trockenen und die Natur erobert sich die felsige Schlucht zurück. Nur die unwissenden Touristen stört es nicht. Der Wasserfall, entworfen von Karl Friedrich Schinkel, ist ein beliebtes Postkartenmotiv aus dem letzten Jahrhundert und muss dringend saniert werden. Doch wie oft fehlt das Geld? Und so wird der Fischer am Fuße des Wasserfalls seine Nixe aus dieser Kloake weiterhin trockenlegen müssen. Und damit die Zuschauer dieses Videos einen gewissen Eindruck vom Rauschen eines Wasserfalls bekommen, lassen wir einfach die Wuhle herunterlaufen. Die führt gerade in diesem Jahr besonders viel Wasser. Lehnen Sie sich also zurück, schließen Sie die Augen und genießen das akustische Wasserspiel.